jetzt habe ich gespeichert, jetzt sind sie alle wieder da, wetten. Jetzt sind sie alle wieder da, weil ich gespeichert habe. So, wo muss ich lang? Ich muss links... Ja, das ist aber ein eindeutiger Weg. Was sind das denn für Dinger hier? Achso, das ist die Metallblume. Ich muss von mir aus gesehen links. Also darüber. Aha, da wo das blaue Licht leuchtet. Lass mich raten, da muss ich hin. Da, wo das blaue Licht leuchtet. Nee, da gehe ich nicht hin. Ach doch, komm, da gehen wir eben hin. Wir sind ja nicht so Plünderer. Ja, sind sie alle wieder da. Habe ich mir gedacht. Plünderer. Alle Plünderer markiert. So, mit wem fangen wir an? Wer ist zuerst? Ja, wer will zuerst? Wer hat noch nicht? Ach, die sind da in der Höhle, siehst du? Die sind da in der Höhle. Das ist toll. So. Wer planscht hier so nett? Ach, ihr kommt da aus der Höhle raus. Das ist ja super. Das ist ja super. So, ein Plünderer weniger. Die sind alle wiedergekommen, die Säcke. Weil... Wo wolltest du denn so schnell hin? Wolltest du denn so schnell hin? So, haben wir es jetzt. Ups. Ich glaube, wir haben es jetzt. So, was ist hier? So, okay. Das ist natürlich eine never-ending Story, meine Freunde. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, ist ja in Ordnung. Irgendwas geht immer. Hier ist da was, dem Plünderer ist da was abhanden gekommen. Das ist natürlich eine never-ending Story. Ich kann jetzt wieder zu dem Lagerfeuer gehen, wieder speichern und dann sind sie alle wieder da. Ja, das kann ich stundenlang machen. Und somit kann ich natürlich unbegrenzt an Rohstoffe kommen und an Kram, den ich brauche. So, da komme ich zu meinem ursprünglichen Weg zurück. So. Hier bin ich auf dem ursprünglichen... richtigen Weg? Ja. Aber sowas von... So, die Frage ist jetzt... Die Frage ist jetzt, was ist das da mit dieser Karte auf sich hat? Guck mal, da bin ich nämlich jetzt gerade dran vorbei. Was hat denn das da mit diesem komischen Ding auf sich? Das muss ja hier oben irgendwo liegen. Oder? Wo liegt das? Guck mal, ich stehe da gerade daneben. Das muss ja da oben irgendwo sein. Was ist das? Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. So, und was ist das, was ich hier suche? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich suche nach irgendwas, was ich nicht weiß, was das ist. Das wird mir auch nichts angezeigt. Seht ihr irgendwas?
Mir wird nichts angezeigt. Ich stehe aber eigentlich unmittelbar daneben. So, kann ich das Metallblume zum Schwenken Wegpunkt setzen? So. So, wo ist jetzt hier der Metallblume? Wo ist sie? Ich bin eigentlich direkt hier, oder? Ich stehe direkt da drin. Direkt davor. Ich stehe direkt davor. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Metallblume ist. Das geht ganz schön schnell. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die Metallblume ist. So. Noch wird sie mir geradeaus angezeigt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Eifelschwein. So. Er ist schon wieder. Der Sägezahn ist auch schon wieder da. Das hatten wir ja schon, oder? Den hatten wir ja schon. Diesmal ist das nicht so leicht. Der ist echt sauer. Erfolgreich zur Seite gerollt. Wo ist er? Ich bin ausgewichen. Ey, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab... ja, toll. Dass ich immer dahin ausweiche, wo er gerade steht. Ich kann hier nicht weg. Wo ist er? Da ist er. Okay. Ist aber schon ein bisschen heftiger immer, ne? Aber das war jetzt wenigstens ein fairer Kampf. Ja, nicht so übers Wasser, wo der keine Chance hat. Das war jetzt fair. So. Brauche ich nicht. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt endlich dahin, wo wir hingehen müssen. So. Ja, diese... Ich habe keine Ahnung, was die Metallblume ist, meine Freunde. Ich habe keine Ahnung. Sollen wir nochmal eben wieder zurück und nochmal eben gucken? Ich wüsste es echt zu gerne, aber ich weiß nicht, was das ist. Und wo ich die finden kann, weiß ich erst recht nicht. So, es wird mir... Das ist hier unter mir irgendwie, oder? Das ist hier irgendwie unter mir. Ist es hier? Nee. Guck mal, das wird vor mir angezeigt, aber... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich nehme den Wegpunkt mal weg und laufe jetzt erstmal... Laufe jetzt erstmal den Weg. So. Damit wir endlich mal bei unserem Questziel ankommen. Endlich mal. Ja. Jetzt ist hier keiner mehr, der uns irgendwie... Doch, da oben wieder. Aber der interessiert mich jetzt erstmal nicht. So, ich möchte jetzt erstmal hier... So, da. Boah. Voll verdorben hier. Echt voll verdorben. Hier sind nämlich meine tatsächlichen... Häschen, komm, wir jagen erstmal ein bisschen Häschen. Ey, bleib hier, Häschen. Hm.
Bleib hier. Wo willst du hin? Das Häschen rennt weg. So. Es war aber ein harter Kampf mit dem Häschen. So. Okay, jetzt habe ich den ganzen Scheiß Weg wieder hochlatschen. Ja, toll. Ja, toll. Ganz super. So. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat. Ja. Es liegt in Trümmern. Ja. Das stimmt. So, und jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen vorsichtig vorgehen. Die sind nämlich ein bisschen angriffslustiger als die anderen. So, ich muss erstmal hier über das Wasser und dann müssen wir mal weitersehen. Ich kann über das Wasser gehen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich würde ja ganz gerne ein bisschen lautlos vorgehen. Wenn das geht. Wo sind sie? Gerade war noch einer hier, oder? Gerade war noch einer hier. Ja, da ist er. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Aus dieser Suppe raus. Verderbnis im Tal zu vernichten. Ja. Mal sehen, ob mich das Kaja-Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. So. Also, mit lautlos war jetzt hier nicht viel. Okay, ich wollte lautlos vorgehen. Der Vorsatz, der gute Vorsatz zählt. Der gute Vorsatz zählt, meine Freunde. Da ist wieder ein Speicherpunkt. So, 18. Ja. Ja, dann wollen wir mal gucken, was das Kaja-Volk sagt, oder? Kann ich hier noch irgendwas finden? So, irgendwelche Häschen, Waschbären, solche Sachen. Da oben brennt ein V. Oder ein Truthahn. Oder was es auch immer ist. Ne. Mehr brauche ich hier nicht. Okay, wo muss ich jetzt hin? So, jetzt muss ich... Ja. Panorama. Okay. Sollen wir einfach weitergehen? Komm, wir gehen jetzt einfach weiter, oder? Wir gehen jetzt mal zum nächsten Punkt. Panorama. Vielleicht finde ich den ja. Kann ja sein. Wir gehen zum nächsten Punkt. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Weil jetzt muss ich hier über die Berge. Och ja. Das ist ja einfach. So, was haben wir hier? Begib dich zum Kaja-Grenzfort. Aber vorher ist da noch... Da noch ist meine Markierung. Was ja auch nicht schlecht ist. Was ist das für eine Markierung? Da.
Da wird mir irgendwas angezeigt, oder? Wer seid ihr denn? Banditen! Ey, ihr seid Banditen. Feindbeschuss! Hat mich fast erwischt! Da ist noch einer! Zu hoch! Ja, hau da einfach drauf, so wie ich, das klappt immer. Eine Banditengruppe. Ja, hast du das gesehen? Einfach draufhauen, das klappt schon. Da hinten? Nee. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, meine Freunde. Haben wir. Ich weiß aber immer noch nicht. Wir sind hier direkt am Aussichtspunkt, oder? Kann das sein? Dass wir direkt hier diesen Punkt haben? Aber ich weiß nicht, was ich hiermit anfangen soll. Da, ich stehe direkt drauf. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Panorama. Komm, wir gucken nochmal. Vielleicht kriegen wir das ja gesagt. Fertigkeiten, Quests. So, was war denn das? Aufträge, Jagdgebiete, Brutstätten, Tutorials, will ich nicht. Aufträge. Tja, das waren die Karten, die komischen, oder? Das waren die komischen Karten. Inventar. Fertigkeiten. Ich habe wieder einen Fertigkeitenpunkt. Hier. Quests. Tutorial. Ich weiß es nicht, meine Freunde. Ich weiß nicht mehr, was das war. Schatzkisten. Spezialobjekte. Was haben wir denn da drin? Aha. Kann ich nicht nehmen, weil ist voll. Das sind so Restvorratsbehälter, oder? Draht, Sprengfalle. Metallscherben, Abriss, ist voll, Zünder, ist voll, das sind so Restdinger. Spezialobjekte, altes Gefäß, beim Vorratsengpässe, aha, Signalfallpaket. Ein Bündel heller brennender Feuerpfeile, die Nora-Wächter als Signal bei Drohnen. Aha. Karte. Hinweis auf Kartenposition. Verwendung. Karten eines Utaru-Botanikers fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte von Metallblumen hinweisen. Ja, ihr mit euren Metallblumen. Kartenpanorama. Karte eines Forschers fügt Kartenmarkierungen zu, die auf Fundorte von Panoramen verweisen. Ich stehe direkt da. Alte Gefäße. Okay. So, ich bin direkt hier. Wo soll ich jetzt hier was suchen? Oder was finden? Ich bin direkt hier. Wo ist hier was? Wo ist hier was? Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Hier, er hat auch nichts. Ich scanne nochmal die Umgebung ab. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich richtig bin, aber es scheint so. Da. Vielleicht. Hier vielleicht. Hier ist nichts. Hier
ist eindeutig nichts. Ich stehe so weit von mitten drauf. Ja. Hier muss doch irgendwas blinken oder aufleuchten oder was weiß immer. Auch das macht. Ich habe ja keine Ahnung, was es macht. Es ist einfach wahrscheinlich nur da. Es ist einfach nur da. So, es ist in dieser Richtung, schreibt mir jetzt das Ding. So, und hier ist es. Hier ist es jetzt aber sowas von ganz genau. Ja? Hier ist es jetzt sowas von genau. Ne, da ist es jetzt. 34, 33, 31, 30, 29. Wehe, da ist jetzt gleich nichts. 6. Ey! Könntest du mal bitte die Karte auflassen? Weil hier soll irgendwo was sein. Irgendwo. Tagesanbruch. Ja. Was gestern war, ist Geschichte. So sieht's aus. Bist ja richtig poetisch, Eloy. Du bist ja richtig poetisch. So. Meine Freunde. Bis auf irgendwelche komischen Viecher, die hier rumrennen und die ich erstmal links und rechts liegen lasse, ist hier nichts zu finden. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, wo. Hier ist nichts. Wächter. Da, was ist das denn? Ist es das? Nee. Nee. Es ist einfach ein einfacher Wächter. Der liegt hier blöd rum. Aber... So, jetzt bin ich wieder in dieser Richtung. Ja, keine Ahnung, was hier zu finden sein soll. Ich hab's nicht gefunden. Ja, ich hab's gerade nicht gefunden. Ich werde es jetzt auch nicht finden. Ich werde es einfach nicht finden. Keine Ahnung, was hier liegen soll. Hier liegt einfach nichts. Nichts liegt hier. Und deswegen haben wir jetzt genug gesucht, meine Freunde. Wir gehen jetzt weiter. Panorama gibt's hier nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß ich ja später mehr und dann komme ich nochmal zurück. Ja? Im Moment wüsste ich nicht, wie es gehen soll. So, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ah, ich hätte noch ein paar Tiere um die Ecke bringen können. Hätte ich machen können. Oh, guck mal, wie schön diese Hochebene aussieht. Cool. Sehr cool. Was hast du, Eloy? Geht's dir nicht gut? So, ihr ging's nicht so gut. Noch von dem Dingskampf. Ich brauche mal wieder ein paar rote Blümchen, die ich pflücken kann. Hier solche. Nehme ich für unterwegs mit. Genau. Ich muss mal wieder ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. So. Bin ich richtig? Ne. Ich bin natürlich nicht richtig. Ich und mein Orientierungssinn, ne? So. Hier hoch? Ja, das meinen die ernst. Hier tatsächlich hoch. Gut. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Zum Glück sind hier oben keine Maschinen. Banditenlager Zweizahn. Wo? Och nö. Och nö, nicht schon wieder ein Banditenlager. Mir geht's gerade nicht so gut. Aber naja. Das kriegen wir noch hin. Banditenlager Zweizahn. Ein Banditenlager. Hier ist überhaupt keiner in diesem Banditenlager. Keiner da. Gar keiner da.
Dann machen wir das wieder lautlos und sneaky. Diesmal jetzt wirklich. Diesmal kriegen wir das in echt hin. So. Habt ihr überhaupt schon mal einen gesehen? Hier ist überhaupt kein Bandit. Hier ist überhaupt keiner. Wenn ich das so recht überblicke. Hier ist noch ein Blümchen für mich. Das nehme ich gerne mit. Danke. Danke. Da ist noch ein Blümchen für mich. Das nehme ich auch gerne mit. Danke. Ich bräuchte noch mehr von diesen... Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Das sagst du. Ich habe noch keinen gesehen. Und auch keinen gescannt. So. Ich kann ja nochmal scannen. Aber da ist keiner. Hier ist einfach keiner. Sieh. Keiner da. Wir schleichen uns mal weiter. Ach nö, jetzt gibt's wieder scheiß Wetter. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Naja, wann kann ich das Wetter überhaupt mal gebrauchen? So. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier Banditen sind. Ich habe noch keine gesehen. Hab ich das schon mal bekommen? Wahrscheinlich nicht. So. Es ist ziemlich übel hier, das Wetter. Naja, die stellen hier ganz unauffällig ein paar Sträucher hin zum Sammeln. Damit wir uns jetzt ganz unauffällig auf das vorbereiten, was uns jetzt hier bevor... Es ist aber auch ein Scheißwetter, oder? Hatte ich das schon gesagt? Das ist auch ein Scheißwetter. So, wir werden hier ganz sneaky vorgehen. Das sieht ja schon sehr cool aus hier. Oh, bitte? Was ist... Oh, Verdorbene. Aha. Der ist selbst nicht mehr so richtig toll. Verdorbene. Die sind unten, oder? Ja, sieht so aus. Geräusche. Ja. Wurde das Kaja vor angegriffen? Man weiß es nicht. Was machst du denn hier oben? Hast du das gesehen? Auf einmal kam der da hochgehüpft. Und da hinten, da. Gegner. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Also viele Gegner jetzt. Ein Verderber. Ich muss mal eben kurz weg. Wie kriege ich den denn klein, diesen Verderber? Kann es sein, dass ich mal die Waffe wechseln muss? Mit der Bombe kriege ich den bestimmt, oder? Aber ich habe mich doch ganz lautlos angeschlichen. So wie jetzt schon wieder. So, wo ist er? Da ist er.
Hört er mich, wenn ich da reinschieß? Einer weniger? Ja, einer weniger. Einer weniger. Ich will auch nicht zu nah dran. Jung. Die lassen sich nicht aus der Reserve locken, oder? Die Säcke. Die lassen sich nicht aus der Reserve locken. Weit. Ist aber schade. Jetzt kommt er in Reichweite. Entschuldigung, das tut mir sehr leid, also. Dem. Das kann keiner mehr machen. Okay. So. Was haben wir denn da? Wer ist denn das da oben? Kaja. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Wer hat die denn angegriffen, bitte? Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Ist das so? Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Allerdings. Wollte ich auch gerade sagen. Beutel ist voll. So, wer liegt denn hier alles? Mädchen, komm her! Ja, ich komm gleich. Ich muss hier nur ein bisschen... Nick. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los, öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen, nach Meridian. So, guten Tag. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung. Auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Ja, das mache ich gerne. Also im Licht gehen ist immer toll.
So, wir sind aber ziemlich weit weg. So, ich speichere mal eben. So. Trophäe erhalten. Juhu, die Verdingenskirchen. So, Stufe 19 bin ich. Okay. Ja. So, meine Freunde. Und wie es weitergeht, ja? Wie es in Meridian aussieht und was wir da alles noch so vorfinden. Boah, guck mal, wie cool das hier aussieht. Hammer. Sehr, sehr, sehr geil. Warte, ich stelle mich mal dahin. Ich möchte mal ein bisschen... Boah. Sehr, 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 sehr cool. Oder? Guck mal da hinten, die roten Felsen. Wow. Okay, meine Freunde. Weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder auf den Abo-Button drückt. Bis dann, euer Zappa.